Übrigens, falls du es nicht wusstest, falls du nur den Ruhmesheilorden besitzt, kannst du die Richterfunktion verwenden. Hey, was? Wenn du im Menü der Boxen den Plus-Knopf drückst, kannst du das angeborene Potenzial eines Pokémon überprüfen. What? Also so eine Hidden Ability oder was ist damit gemeint? Ich hoffe, dass es damit weiterhelfen konnte. Okay, wir kommen zurück zu Pokémon Scarlet, wo wir wieder nach ein paar Legis suchen. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten sollte, aber vielleicht weiß einer von euch, was das heißt. Genau, in der letzten Folge haben wir zwei Legis gefangen und heute machen wir weiter. Also sehen wir uns direkt bei dem ersten Pfahl jetzt wieder. Okay, fangen wir mit dem ersten Pfahl an. Der befindet sich hier im Schneegebiet. Macht ihr ab diesem Punkt einfach einen Leap of Faith. Und hier unten in diesem Areal solltet ihr dann das finden. Da vorne ist es. Und die Dinger sind irgendwie auch gelb, oder? So gräulich gelb oder so. Naja. Davon gibt es natürlich wieder auch 8. Und ich sage euch, was das nächste ist. Für den nächsten Fall fliegt ihr einfach hier zur Insel vom Kal irgendwas See. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Genau, Caldero See. Und wenn ihr einmal schon gewesen seid auf dieser Insel, wird ihr eigentlich schon sofort dieses Ding entdecken. Weil ich habe es tatsächlich entdeckt. Aber weil ich sogar schon wusste, dass das wahrscheinlich für sowas wie ein Legi sein wird, habe ich es noch nicht berührt. Denn ich wollte alles in eine Folge machen. Und diese Folge, die ist jetzt. So, ich muss nur kurz gucken, wo das ist. Ich meine, es wäre auf dieser Seite. Heißt, ich war da eigentlich schon richtig. Achso, wahrscheinlich muss ich einfach nur ein bisschen weiter nach vorne. Genau, da ist es. Eins von den Dingern hier in der Nähe habe ich einfach schon gefunden. Ich glaube, es war das hier. Ja, irgendwie ist das Ding auch gelb. Hm. Na gut. Dann sind sie halt gelb. Nochmal. Vielleicht in den nächsten... Nochmal so liederhaft? Whatever. Wenn ihr von da jetzt einfach abspringt und einfach zur nächsten Insel fliegt, werdet ihr hier direkt in den nächsten Pfahl finden. Ich weiß nicht, ob es die Insel hier ist oder die nächste. Oh, hier ist eine Münze. Ich glaube... Oh. Ah doch, es war die Insel. Hier. Hier ist es. Stuck. Door stuck. Okay, passt auf, dass ihr euch nicht rumglitscht. Wir wollen hier uns nicht softlocken. Passt auf jeden Fall auf euch. Slippery, floor. Genau. Der nächste könnte ein bisschen länger dauern. Hier in der Wüste, wenn ihr einfach zum Beispiel hier hinfliegt und einfach hier hochlatscht, hier gibt es ein großes Areal. Zusammen mit ganz vielen Geistern auch. Und wenn ihr hier hochgeht, dann werdet ihr etwas Besonderes entdecken. Und damit meine ich jetzt nicht den Regen, sondern man kann hier runterfallen und kommt dann in eine große Area, wo alles abgestützt ist. Und dort vorne seht ihr auch schon den Pfahl. Also das ist wirklich nicht schwer zu entdecken. Es ist nur ein neuer Ort, wo wir noch selber noch nie waren, weil wir hier noch nie hin mussten. Deshalb waren wir ja noch nie. Hier ist noch ein Gearspenst, falls es einen interessiert. Noch ein paar TMs, VMs, whatever. Und ja, damit haben wir schon mal die Hälfte der 8 Pfähle für dieses Pokémon. Geht doch eigentlich ziemlich einfach, oder? Irgendwo dort vorne war ja der Pfahl, ne? Er geht einfach geradeaus weiter. Und hier unten auf dem Boden, ich sag's nochmal auf der Karte, hier unten auf dem Boden findet ihr direkt schon das nächste. Also überhaupt nicht schwer. Richtig easy, gechillt. Hier ist noch eine VM-Hitzewelle. Da ist noch so ein Raid, die ich ab und zu mal mache. Für ein paar Drops. Und ja. Zum nächsten Fall hinzukommen, ist tatsächlich etwas schwierig. Fliegt am besten hier zum Montanata. Geht ein bisschen weiter. Ihr seid jetzt ungefähr hier wahrscheinlich. Da wo ich zumindest gerade bin, hier sind ein paar, ja, ich sag mal so ein paar Brücken. Und ihr seht vielleicht dort hinten schon eine Höhle. Und dort vorne in der Höhle oder nach der Höhle sollte irgendwo der nächste Pfahl sein. Ich schalte nochmal rein, weil der Weg vielleicht ein bisschen komisch ist. Aber am besten ist genauso machen wie ich. Ich glaube, das ist am einfachsten erklärt. Da kommt ihr auch wie die meisten anderen Orte nur hoch, wenn ihr einfach nur so hochklettert. Hier ist noch eine TM oder VM, was auch immer.
Und ich glaube, direkt hier hinten müsste es dann schon sein. Vielleicht kann man auch von der anderen Seite hin, das kann auch gut sein. Aber ich glaube, so wie ich es gezeigt habe, ist wahrscheinlich der einfachste Weg. So, jetzt suchen wir gemeinsam. Weil ich selber gerade actually nicht weiß. Ich meine aber... lol. Ich meine aber, es wäre hier. Sonst mache ich nochmal einen Cut und such nochmal. Oh! Ich glaube, ich habe es gefunden. Ihr müsst hier hochklettern. Und dann kommt ihr hier endlich dran. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste von denen. Zumindest von den... von diesem Legi. So, jetzt habe ich es. Einmal ansprechen, dann seid ihr für eine kurze Zeit standhaft. Egal, ob ihr danach runterfällt oder nicht. Und ja. Seid ihr hier ungefähr bei mir an der Stelle, neben dem Calderosee und beim Schrein der unreinen Erde. Fliegt ihr ein bisschen hier entlang. Dort vorne seht ihr auch schon diese ganzen Mauern. Wenn ihr die seht, seid ihr schon am richtigen Ort und Fleck. Dann müsst ihr nur noch dort den Berg erklimmen. Ich wollte euch nur von außen mal zeigen, wie das aussieht. Deshalb habe ich von da hinten schon angefangen. So. Und dann müsste hier irgendwo hier oben, soweit ich weiß... Ah ja, da genau. Das nächste Ding sein. Also wirklich nicht schwer. Am einfachsten ist es halt, wenn man die ganzen Legis später macht, wenn man klettern kann. Wenn man klettern kann, kannst du wirklich alles machen. So ziemlich. Seht ihr da vorne den Strahl? Ungefähr an der Stelle ist tatsächlich der letzte der 8 Pfähle für dieses Legi. Da fliegen wir einfach mal kurz hin. Und hier ist es auch schon. Das ist nicht der Strahl. Ich glaube, der Strahl ist hier irgendwo unten. Genau, da drunter ist der Strahl. Ja, was ein Zufall, dass es bei mir direkt daneben ist. Und jetzt, wo wir alle rausgezogen haben, stellen wir uns dem Legi. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. So, und hier der Schrein der unreinen Erde ist das nächste. Irgendwo hier links bei mir müsste es sein. Vielleicht hier oben? Hier oben könnte es sein. Maybe. Hallöchen. Habt ihr zufällig das Tor? Oh, das Tor ist unter mir. Oh. Ich dachte, ich müsste den Berg dafür erklimmen. Ah, nee, müssen wir nicht. Wir müssen hier einfach nur entlang. Einfach nur hier den Weg entlang. Und dann findet ihr hier schon das nächste Sieger. Am besten vorher abspeichern, Leute. Denkt dran. Ja, ich habe mein Team ein bisschen gelevelt, aber auch nicht viel. Und let's go. Wir berühren das Siegel, denn es macht komische Geräusche. Als würde da gleich ein legendäres Pokémon hervorspringen. Ratter, ratter, rumpel, rumpel. Rums. Und es ist... Es ist ein Katapult. Lo. Ich mag das Ding, aber weil es einfach ein Katapult ist. Das ist so eine dumme Idee, dass es gleich wieder super ist. Dinglu heißt das Ding. Lu. Okay. Interessanter Name auf jeden Fall. Es könnte Gestein Unlicht sein, weil alle waren bisher Unlicht. Ich würde ja raten, Gestein Unlicht. Weil alle können verderben, das ist irgendwie deren Signature-Attacke, die sich teilen. I don't know. Lass mal schauen, ob das effektiv ist. Ja. Also Gestein ist es wahrscheinlich richtig. Vielleicht ist auch Stahl. Na wohl. Ah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aquaknarre könnte ich probieren. Ich weiß, wenn es Gestein ist, kannst du wahrscheinlich die Gesteinsattacke und Belly Ball ist da anfällig gegen, aber. Egal. Ich setze jetzt das Aquaknarre rein und. Ja, maybe. Wird das die Hälfte seiner Leben wegmachen? Außer ich sterbe jetzt instant. Wegen Volltreffer oder so ein Blödsinn. Nee, zum Glück nicht. Man kann ja gar nicht, das ist Verderben. Verderben ist Superzahn. So, bam. Okay, das war viel weniger als gewollt. Und ja, ich bin down. Hü, was? Das war nicht sehr effektiv und hat so wenig Damage gemacht. What? Hä, Bellyboy ist doch
Ja, Typ Elektro ist okay. Ja, komm, einmal mache ich noch tatsächlich. Falls ich es überleben sollte, würde ich auch einmal gerne angreifen. Nee, okay, ich überlebe es nicht mehr. Oh, wegen Beulen. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann habe ich ja genau das gehabt bekommen, was ich wollte. Okay. Dann überlegen. Ich schätze, ich könnte super fürs Erste reintun. Ja, Hyperbälle for the win. Das ist ziemlich gerade das Beste, was ich habe. So generell. Ich meine, ja, weiß dabei existiert, aber für so einen random Legi. Wenn es shiny wäre, ne, dann würde ich es auf jeden Fall einsetzen, aber so. Weiß ich nicht. Oh, es laggt. Oh, das muss heißen, dass es drin ist. Yeah. Stimmt nicht, ich habe es auch nur so gesagt, aber trotzdem, yeah. Und damit haben wir Dinglu. Unheils-Pokémon. Ja, es ist Unlicht. Unlicht Boden. Es ist nicht Gestein, es ist Boden. Oh, what? Okay. Die Angst, die in ein Gefäß für uralte Rituale gegossen wurde, hüllte sich in Stein und Erde. Wo ist diesen Pokémon? Also das Ding hat Angst. Würdest du mir sagen. Das Ding besteht aus der Angst der Menschen oder so. Oder von anderen Lebewesen. Ja, okay, keine Ahnung. Holen wir uns das letzte der vier Galoppa. Teleportiert euch hier bei Fermanta City am besten direkt zum Leuchtturm. Ups. Fährt dann mit Koraidon oder Miraidon, je nachdem, den Berg hier hinauf. Und dann solltet ihr eigentlich schon irgendwo hier in der Nähe, hier oben auf diesem Berg, den ersten Pfahl finden können. Daum ist er. Und diesmal ist er blau, neben einer VM oder TM oder whatever. TM, glaube ich, sind es. Ja, doch, das sind TMs. VMs waren die, die auf der Overworld was gemacht haben. Das waren TMs. Okay, whatever. Das erste. Hier oben auf diesem Berg in der Nähe von diesen Pokémon-Centern findet ihr hinter diesem Baum einen der Pfähle, den ihr hinterher ziehen könnt. Was das wohl für Pokémon sein wird? Hellblau. An den nächsten Fall zu kommen ist ein bisschen schwierig, deshalb tippt euch am besten zum Miskloris-Passage. Und sobald ihr geradeaus, ist glaube ich die Höhle einfach nur, sobald ihr geradeaus einfach nur durch die Höhle hindurch spaziert, wollen wir nun versuchen, hier irgendwie drauf zu klettern. Auf diesen Berg. Von der Seite ist es nämlich einfacher als von der anderen Seite, aber hierhin kann man sich nicht tippen, deshalb gehen wir dort entlang. So. Und der Pfahl ist hier an diesem einen grünen Fleck. Der existiert nur für den Pfahl. Deshalb positionieren wir uns ein bisschen richtiger hin. Und klettern so lange, bis wir angekommen sind. Der sollte... Oh, der ist schon da. Wir sind schon da. Hier ist er. Und da hinten ist auch noch eine Münze. Falls die euch interessieren. Da brauchen wir ja sehr viele von. Vielleicht mache ich das ja. Maybe. Ich überlege es mir noch. Um bei den nächsten hier zu kommen, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber eigentlich ganz simpel. Und zwar teleportiert ihr euch zu einer bestimmten Stadt hier im Schneegebiet. Moment, ich zeige es euch. Ihr teleportiert euch am besten hierhin. Von da habe ich zumindest gemacht. Ihr könnt auch, wenn ihr hier irgendwo noch was findet zum TPen, macht es am besten von dort. Und dann wollt ihr hier ins Grüne runterfliegen. So. Und hier beim Grünen wollen wir erstmal eine scharfe Runde nach rechts drehen. Und uns hier ein wenig umschauen. Und sieh mal eine an. Da befindet sich der nächste Pfahl. Ich kann ihn zumindest noch nicht interpretieren. Vielleicht könnt ihr das ja schon. Vielleicht habt ihr euch ja mehr umgeschaut als ich. Aber ansonsten macht es einfach so, wie ich es getan habe. Beim nächsten tippt euch am besten hier zu nördlicher Zone 1 und klettert hier den Berg hinauf. Denn hier oben auf diesem Berg, wenn es nicht regnen würde jetzt, wie im Breath of the Wild, du kannst dich rutschen, du kannst die ganze Zeit rutschen. So, wenn du hier hochkletterst, findest du hier eine Münze tatsächlich und einen weiteren Pfahl. Lal, den ziehen wir jetzt raus.
Mickey Maus. Und dann geht's sofort weiter. Das macht mich heiter. Wie ein Heiterer. Tibet euch zur nördlichen Zone 2. Oder auch für mich bekannt, der Ort, wo ich mein erstes Shiny in diesem Spiel gefunden habe. Und springt am besten einfach mal willkürlich hier diesen random Berg hinauf. Und dann werdet ihr sofort einfach so einen Pfahl entdecken. Ja, cool, oder? Auf jeden Fall. Super cool. Das ist echt mega easy, wenn man klettern kann, überall hinzukommen. Ja. Finde ich mal viele. Bisschen kompliziert, aber hier in der Nähe vom Schrein der finsteren Flamme. Am besten kann man sich das merken bei diesem Stein und hier bei diesem Wald. Hier gibt es eine TM. Aber noch viel wichtiger ist, wenn man hier abspringt, findet ihr hier unten den nächsten Pfahl. Und zugleich auch noch eine weitere TM hier oben. Und ich höre schon wieder eine Münze. Münzen sind immer an den besonderen Orten. Merkt euch das. Ganz oben auf der Spitze, direkt über dem Tor, zumindest auf dem Berg über dem Tor, findet ihr hier den letzten Pfahl. Dann haben wir jetzt alle Pfahle gezogen und schnappen uns jetzt das letzte der vier Legis. Aus der Richtung des Schreins erscheint ein seltsamer Laut. Ich glaube, der ist hier ganz unten. Das weiß ich jetzt selber nicht, wo der ist. Ah ne, ich sehe es auf der Map. Ah, der ist mitten auf dem Berg. Also der ist so mittendrin. Da gibt es so ein Grasfeld. Das sehe ich jetzt. Vielleicht seht ihr das jetzt auch auf der Map. Das muss ich jetzt erstmal suchen. Ich glaube, es ist... Oh, hier ist es wahrscheinlich, oder? Weil hier ist alles grün und so. Nee. Entweder ich bin zu weit oben oder zu weit unten. Ich glaube... Ah, schaut mal. Wenn man... Nein! Nein! Ah, verdammt! Lass euch hier nicht wegschwimmen. Ah, nee, hier ist es auch nicht. Ich habe ein bisschen eine TM. Sehr gut versteckte TM. Ich hoffe, dass das gut ist. Naja, Kaskade. Passt, aber... Das ist jetzt nicht das, was ich gewollt habe. Okay. Ich such's noch mal ein bisschen. Ich find's gerade wirklich nicht. Okay, es ist doch so, wie ich gedacht habe. Und zwar hier da bei dem Wasserfall, wo wir auch Kaskade gerade bekommen haben, wo ja auch einfach ein fliegendes und nun tauchendes Zubiris liegt. ich hoffe, du kriegst unten Luft, Kleiner. Ciao. Findet ihr hier eine ganz kleine Höhle mit weiteren Zubiris und noch viel wichtiger dem Tor zum... Das Tor zum Legi, whatever. Ich kann nicht mehr reden. Komm. Bringen wir es hinter uns. Bitte greif mich nicht. Ah, nein! Scheinbar bekommen wir nochmal großes Kino. Für das letzte Ding. Aber was wird dann nun rauskommen? Aus diesem hellblauen Siegel. Ratter, ratter. Rumpel, rumpel. Und natürlich Rums. Es ist... ein Feuerfisch. Juhu! Das wäre richtig cool, wenn das Typ Feuerwasser wäre. Aber es ist wahrscheinlich wieder Unlicht, weil alle bisher Unlicht waren. Also ich würde sagen, Unlicht Wasser oder Unlicht Feuer. Das ist meine Prediction. Weil die alle bisher so waren. Mal gucken, ob es effektiv ist. Okay, es ist... verdammt. Okay, es ist Typ Feuer. Wo ist ein Fisch? Na gut. Na gut. Dann setze ich doch direkt mal mein Takokro ein, weil dann kann das Ding mir nicht viel Damage machen. Und ich habe den Flopball vergessen. Juhu, yippie. War ja klar, oder? Und genau jetzt springt es in die Luft, wo ich den Ball nicht werfen kann. Da muss ich wohl einen Trank verschwenden. Damit ich... Aber ich kann durch die Wand schauen, Leute. So, damit ich die Runde hier fortführen kann. Und das Ding heißt Juju. Und ganz ehrlich, das war vorher, als ich die jetzt alle erstmal gesehen habe, die vier. War das Ding
Mein Liebling. Aber... Oh, ich muss wieder ein Item einsetzen. Das ist echt dumm mit der Attacke. Aber jetzt hält es mich zumindest. Aber das Artwork von dem Baujam, glaube ich, hieß das. Von diesem Eis-Pokémon. Das war halt so schlecht, da konntest du gar nicht erkennen, dass es das Eis-Pokémon überhaupt ist, weil die Farben so blass waren. Ja, es gab nämlich schon so ein altes Artwork von irgendeinem Heft, Magazin in Japan. Und aber als ich dann jetzt in-game gesehen habe, wo es Typ Eis war, da fand ich das Design wirklich richtig cool. Und ich glaube, ich mag Baujan, sie hieß das. Ich glaube, ich mag es am meisten. Zweiter meisten den Fisch. Dann wahrscheinlich Katapult, weil ich es einfach lustig finde. Und zu guter Letzt. Last but not least, die Schnecke. Aber was ist so euer Rating von den vier Legis? Lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Und fanden Sie das jetzt eigentlich schwer mit den Fehlern? Ich meine, ohne Guide ja, mit Guide nein. Das ist so das, was ich sagen würde dazu. Also ich fand es halt mit dem Guide nicht schwer. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen helfen. Auch wenn ich kein guter Guide war. Ja, das Ding killt mich noch. Imagine. Aber würdet ihr denken, bei so einem Fisch, dass das ein Legi ist? Ich weiß ja nicht. Es ist einfach nur so ein Feuerfisch mit so großen Whirly Eyes oder so. Ich mag das Design einfach von dem Fisch. Das sieht echt cool aus einfach. Das sieht echt cool aus. Vor allem diesen Cartoon-Look. Hat auch richtig was, finde ich. Ja, nicht angreifen, nicht aus Versehen A-Spam, weil ich das gewohnt bin zu tun. Na komm, bleib jetzt drin! Perfekt. Jo, jo. Wunderbar. Unlicht, Feuer? Yep, alle sind hier Unlicht. Es kontrolliert Flammen von 3000 Grad Celsius. Miolos schwimmt es durch das Meer aus Lava, das es durch Schmelzen von Gestein und Kies erzeugt. Also das Ding baut sich durch Vulkane und schwimmt da einfach und lebt da. Wie jetzt wissen kannst du aber das Pokémon. Krank. Ha, das waren alle vier Legis. Und jetzt bekommt ihr noch von mir... Oh, lass mich in Ruhe. Jetzt seht ihr noch ein paar Bonusclips. Viel Spaß. Jo Leute, nach 20 Minuten rumsuche mit einem Sandwich finde ich hier ein Shiny. Ich wollte irgendein Shiny mal finden und ich habe hier Kriechflügel gefunden. Das ist vergoldet und ja, das fangen wir jetzt. Ich kann nicht glauben, wie einfach das war. Das ist irgendwie das... Oh, Superwurf. Ja, perfekt. Das ist irgendwie das 30. Kriegsflügel, was ich hier gefunden habe. Und das ist schon shiny. Also, wow. Ich meine, es hat ewig gedauert, die Zutaten zu finden, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wow. Vielleicht hatte ich ja noch eins. Das Limit. Shiny! 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 Guck, shiny! Guck, hast du gesehen? Hast du den Effekt gesehen? Guck, das ist das andere! Guck, das andere! Guck das neben dabei. Guck, das ist ein Shiny. Cool. Ich. Siehst du, wie einfach das ist irgendwie? Ich hab no effort. Für die Leute, die sich fragen, wie ich so schnell zwei Shinies finden konnte. Ich will zwar eigentlich noch ein detailreicheres Video machen, aber ich werde es ganz kurz ein bisschen erklären. Und zwar, das erste, was ihr machen müsst, ist Picknick starten. Und beim Picknick könnt ihr dann ein Sandwich machen. Und ihr braucht bestimmte Zutaten, um ein perfektes Sandwich zu machen, was sowohl die Spawnrate von einem bestimmten Typen erhöht und gleichzeitig die Spawnrate von Shinies erhöht. Ja. Und ihr braucht auf jeden Fall diese Herb Mysticas, die kriegt ihr nur in 5 und 6 Star Raids. Und ich packe meine Liste rein, welche Pokémon ihr dafür besiegen könnt für diese Star Raids. Und ich packe mal rein, was denn so die Rezepte sind. Das sind alles nicht von mir, die habe ich alle geklaut. Aber ich zeige die euch mal, damit ihr auch ein bisschen schlauer werdet. Ich habe ein bisschen gesucht nach den Dingern, deshalb hier. Here you go. Ich werde wahrscheinlich noch auf twitch.tv/mikebesam ein bisschen streamen und ein bisschen Shiny handen. Allgemein noch offscreen ein bisschen Shiny handen. Und ich weiß, die Folge ist ein bisschen kurz, aber ich versuche irgendwie ein bisschen
länger zu machen. Ich, keine Ahnung, ich wollte eigentlich noch... Ach, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich machen wir das nächste Mal Rematches. Ich werde trotzdem weiterhin ab und zu mal ein bisschen Shiny handeln. Mal schauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert mich.